Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und habe mir mal wieder die Busfahrerkappe aufgesetzt. Wir sind immer noch dabei, den Busfahrsimulator 2018 zu spielen. Und ja, grinden uns so ein bisschen durch unsere Strecken, weil wir eben ein paar Leute bewegen müssen, bevor es weitergeht. Und ja, das machen wir dann mal noch. Mit etwas Glück ist das heute das letzte Mal, dass wir diese Strecke hier nochmal upgrinden müssen, bevor wir dann endlich mal was Neues zu Gesicht bekommen. Ich hab mal Bock, durch so ein richtiges, weiß ich nicht, Wohngebiet oder so zu eiern. Oder mal raus auf Dörfer oder so, ne? Bisschen Distanz zurücklegen, weil momentan fahren wir nur durch den Industriepark. Die ganze Zeit, die ganze Zeit. Das ist schon ein bisschen übel. Die letzte Folge von Winter der Leidenschaft hatte so viele überraschende Wendungen. Ja, Winter der Leidenschaft. Winter is coming, sag ich dir. Vor allem die letzte Staffel war super. Guten Tag. Moin. Moin. Ich brauche eine Fahrkarte. Tag, Standard, eine geht los. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Tag, Standard, eine geht los. 3,80 Euro. Danke. Bitteschön. Noch jemand? Wollen Sie rein oder wollen Sie nicht rein? Wollen Sie mitfahren oder nicht? Sie will nicht mitfahren. Alles klar. Dann fahren wir mal weiter. In den fließenden Verkehr einordnen. Langsam über den Hügel fahren. Gas geben, abbiegen. Jetzt kommt wieder eine der kritischen Kurven. Ein bisschen ausholen, ein bisschen fast in den Gegenverkehr ballern. Oh, scheiße. Ich habe irgendwas... Oh nein, jetzt wird's aber gefährlich hier. So, vorsichtig. So, anhalten. Haben Sie vielleicht ein Bild dabei von Ihrer Katze Mauzi? Ich frage für einen Freund, weißt du? Hallo? Hey! Eine Fahrkarte, bitte. Dein Kumpel ist gerade ausgestiegen. Seid ihr Brüder? Woche... Moment, ja, Rampe geht gleich runter. Entspann dich bitte. Ich kann immer nur eins am anderen machen. Hallo? Ja, moin. Rampe. So. Rampe wieder einfahren. Dann kurz aufstehen. Hat das Huhn da gerade die Straße über? Na klar. Dankeschön. Einmal Fahrkartenkontrolle. Hier. Fahrkartenkontrolle, wo bitte. Hab ich denn. Ah, hier, bitte. Dürfte ich auch bitte Ihre Fahrkarte wo sehen? Hab ich denn. Ah, hier, bitte. Danke. Hier hinten noch jemand? Nein. Alles klar. Ja, ich bekomme so Schulbus-Vibes. So geil. So geil. Okay, wir fahren weiter. Wir fahren weiter. Nächster Halt, Media Center Astra. Ach, verdammt! Ich habe vergessen, die Haustür anzuschließen. Das macht doch nichts. Hier in der Gegend, alles sicher. Vertrauen Sie mir. Habe ich wieder die Bremse an? Ja, die Bremse ist wieder an. So eine Standardbremse kannst du halt keine Zeit aufholen. Das geht nicht. Die muss raus. Dann wieder jemand aussteigen. So, und dann ganz kurzen Abstecher über die Landstraße. Oh, scheiße, Bruder. Voll drauf gefahren. Ich konnte nicht mehr schnell genug bremsen. Da ist scheiße gelaufen. Das war jetzt teuer. Egal, hat keiner gesehen. Okay, scheiße. Ah. Ich kann meinen Schlüssel nicht finden. Ich bleib dabei. Hol den AirTag, dann geht's schon. Hashtag Realtalk, ich hab mir wirklich welche organisiert. Einmal von meinen Schlüsseln für mein Portemonnaie. Weil es mir da ähnlich geht. Ich verliere die Dinger gerne. Also nicht wirklich verlieren, sondern die sind irgendwo im Haus. Und ich weiß nicht wo. Und jetzt kann ich schön einfach sagen, echt? Mach Musik. Warum? Oder du kommst gar nicht lass so mich lustig hinführen. Rüber. Du wirkst ja eher wie so ein langweiliger NPC. Ja, sie kriegen die Rampe. Oh, scheiße, ich bin ein bisschen weit gefahren. Die Rampe. Moin. Hallo. Hast du gleich mal seinen Schirm auf? Unfassbar. Rein oder nicht rein? Das ist hier die Frage. Machen Sie sich's bequem. So, Rampe kann wieder weg. Oh, da sitzt ein Marienkäfer auf meinem Knie. Oh, bitte essen Sie ihn nicht, ja?
meinem Knie sitzt kein Marienkäfer, da habe ich nur meine Beruhigungspillen, weißt du? Ich den Job hier aushalte. So. Oh, bremsen, 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 bremsen. Ganz sanft und behutsam über die Pöller. So, bitte ein bisschen Gas geben. Vermeidbare Belästigung. Sehr gut, hat funktioniert. Ich bilde mir ein, es hat funktioniert. So. Schon lange kein Schlagloch mehr gehabt, ne? Wahrscheinlich in der City kommen die nicht so oft. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Was ist Beethovens Lieblingsfoto? Ananana. Alter Junge, das tut ja physisch weh. So. Sehr pünktlich, danke. Ja, immer gerne, ne? Das, dafür sind wir, stehen wir bei Blaufuchs in Motion GmbH. Guten Tag. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, selbstverständlich dürfen Sie das. Was wollen Sie denn? Tag, Standard, eine? Ja, sicher doch, bitteschön. Wechselgeld geben wir eigentlich ungern raus, aber wenn es sein muss. Danke. So. Alle drin, alle an Bord. Dann schließe ich die Türen. Und bevor wir weiterfahren, immer eine kleine... Kleine Kontrolle. Hallo. Was? Ach so, hier. Hier. Wo hab ich denn... Fahrkartenkontrolle, bitte einmal zeigen. Ja, hallo. Augenblick. Da. Hier, bitte. Oh, hier, das ist schon cool, dass du halt auch wirklich einfach durch den Bus fahren kannst. Draußen läuft alles normal weiter. Na klar. Hier. Ist ja gruselig. Alle haben eine Fahrkarte. Ist ja schon ein bisschen langweilig. Na gut. Rein in unser Schlachtschiff. Weitergefahren. Wir müssen uns jetzt nur irgendwie den Verkehr einordnen. So, weiter geht's. Südspeicher. Wir sind noch gut in der Zeit. Alles bestens, Leute. Alles bestens. Wir können entspannt bleiben. So. Bisschen schnell unterwegs, weil man auch rechtzeitig abbremsen kann hier, ne? Gerade eben schön schon einen hinten drauf gezimmert. Das war dumm, ey. Aber verdient. Viel zu schnell gefahren. Und bei dem Wetter kannst du so einen Bus nicht mehr eben abbremsen. Läuft halt nicht, ne? So, Achtung, Bus hält an. Nächster Halt, Südspeicher. Ups, so. Guten Tag. Guten Tag. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Ist trocken hier drinne. Riecht ein bisschen nach Pups. Ja, sehr gerne. Was wollen Sie denn haben? Tag, Standard? Jawohl, das. Upsala. Scheiße, Bruder. Moment. Jetzt. 3,80 Euro. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, selbstverständlich. Wochen für Senioren? Eine? Ich brauche eine Fahrkarte. Tag, Senior. Eine. Bitte schön, 4,60 Euro. Sehr schön. Türen schließen, wir fahren weiter. Ich muss mich schnell in den fließenden Verkehr wieder einordnen. So, Nordspeiche, Ostspeiche, die Astra-Promenade. Und da geht's auch zur Autobahn und da rennt wieder einer. Na, scheiß Wetter, ne? Ja, richtig räudig. So, was Achtung. Was ist das für ein Geräusch? Hört das irgendwer? Ja, vielleicht fällt der Bus auseinander, der war billig. Den gebraucht gekauft. Uiuiuiui, so. Hat geklappt. Ich hoffe, wir dürfen nachher noch so einen Knickgelenkbus fahren, das wäre richtig cool. So, und anhalten. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. Ich brauche eine Fahrkarte. Einzel, Standard, eine, ne? Ach. 2, 4, 6, 1 noch, 50, 20, danke. 10. Bitteschön. Wollen Sie noch mit oder was? Nee, ne? Alles klar. Dann schließen wir die Türen.
ordnen uns in den fließenden Verkehr ein. Da ist ein Unfall gebaut worden. Das heißt, den fahren wir die... Ei, das ist aber übel. Gefährlich. Astra-Promenade. Oh, direkt im Gegenverkehr. So, auf zur Astra-Promenade. Eben schnell ein Stückchen Kaffee trinken. Natürlich, jetzt, wo ich die Kaffeetasse anhebe, geht's weiter. Geht schon los, Leute. Sorry, man musste Kaffee trinken. Auch ein Busfahrer muss sich mal stärken. Ja, hab's doch gehört. Ich halte doch sowieso überall an. Könnt da ganz entspannt bleiben. So, jetzt kommt nochmal die letzte Ekelkurve vom Schluss. Ich kenne die Strecke langsam schon auswendig. Irre. Oh, alter Bruder. Das ist zu übel, die Kurve hier. Die ist echt übel. Dann kommt gleich der Wendehammer. Einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, selbstverständlich. Was wollen Sie denn? Eine Wochenkarte für Senioren? Eine? Ja. Macht dann 24,16 Euro zurück. Nee, 40 hat er mir gegeben. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bop, bop. Eine Fahrkarte. Standard? Nee, Tag. Standard. Eine. Jawohl. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Jo. Sollst du kriegen. 18 Euro. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 11. Zack. 20 Cent. Kommt das so ein Fünfern. Weil es so schön ist. So. Alles klar. Alle an Bord. Los geht's. Wir ordnen uns in den fließenden Verkehr ein. Entschuldigung. Können Sie nochmal die Tür aufmachen? Endstation. Bitte alle aussteigen. Mache ich eigentlich nicht während der Fahrt, aber ausnahmsweise. Ich hasse die Werbepausen im Winter der Leidenschaft. Die kommen irgendwie immer genau dann, wenn es spannend wird. Macht man ja eigentlich nicht, ne? Ich weiß gar nicht, wie das offiziell ist. Dürfen Busfahrer das einfach nochmal wieder während der Strecke dann anhalten und kurz jemanden rauslassen, weil er es verpeilt hat oder so? Ich weiß gar nicht mehr, wie das bei uns früher war. Ich glaube, die haben es gelegentlich gemacht. Manchmal, was wir halt auch hatten, dadurch, dass wir ja sehr ländlich gewohnt haben und wie gesagt, wenn wir nur 4 Stunden hatten, diese mega lange Strecke zurück, die fuhr halt wirklich durch die Wicken, ne? Also wirklich. Und der Busfahrer kannte halt den einen Dude, der auf so einem Bauernhof gewohnt hat. Und dann hat er dann extra kurz da angehalten, um ihn halt direkt bei dem Bauernhof rauszulassen. Statt dass der Typ dann eben nochmal 30 Minuten zu Fuß latschen muss von der Bushaltestelle. Das fand ich auch immer ganz nett eigentlich. Und hat ja nicht, war ja kein großer Aufwand jetzt auch für die restlichen Gäste oder sowas, ne? So. Alle raus. Jemand hat einen Müll hinterlassen. Natürlich haben sie das wieder, wie immer. So, wie sieht's denn hier überhaupt aus? Du hast die Strecke beendet, ja? Ich suche nur immer erstmal den Müll. Wo ist der Müll? Da. Wieder ein Kaffeebecher. So. So, wir fahren wieder den Wendehammer. In den fließenden Verkehr einordnen. Oh, wow, 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 wow. Kamera war nicht gut justiert. So, jetzt aber. Und zurück in unser Depot. Nicht zu schnell, dass wir wieder geblitzt werden. Das muss ja nicht sein, ne? Eben rüberkacheln hier. Bam, 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 bam. Ich alleine unterwegs bin. Ich mache das mal ganz gerne. Das hält einen wach. Weißt du? So, links rein. Waffen wir eben noch hier den LKW durch. Will ja höflich sein. Oh, oh, oh. So, vorsichtig, dass wir nichts rammen. So, guck mal. Türen öffnen, Motor ausschalten. Aussteigen und glücklich sein. Ah. We did it again. Das ist wie, als wenn du bei Call of Duty aufsteigen würdest, Alter. So, Level 7. Kohle ging rein. Wie sieht's denn jetzt aus? Jetzt müssten wir aber ja wirklich genug erwirtschaftet haben, um endlich dann
die neuen Streckendinger dazu nutzen. Streckenplaner, wie sieht's aus? So, und? Eben hat die Stadtverwaltung angerufen. Cool. Sie erteilen uns die Genehmigung, die nördlichen Bushaltestellen wieder in Betrieb zu nehmen. Gute Arbeit. Ich möchte dir gern Peter Baumann vorstellen. Er hat den Wunsch geäußert, zukünftig mit uns zusammenzuarbeiten. Ganz richtig, hallo. Ich habe euer Projekt bisher sehr gespannt verfolgt. Ich bin Sprecher der Handelskammer und wir möchten das Mobilitätsnetzwerk zwischen unserer Stadt, den angrenzenden Dörfern, Freizeitarealen und dem Businesspark optimieren, um die Lebens- und Arbeitsqualität der Menschen zu verbessern. Wenn ihr uns dabei helfen würdet, könnten wir mit der Stadtverwaltung verhandeln, um die Agricultural Area im Osten der Stadt für neue Strecken zu öffnen. Das klingt gut. Ich schlage vor, mit der Erstellung von Rundstrecken zu beginnen, denn die eignen sich sehr gut, um viele Passagiere hin- und zurückzubringen. Alles klar, dann fangen wir doch mal an mit unserer ersten Rundstrecke. Ländliche Gegend. Verbessere die Ertragsfähigkeit des Gewerbegebiets, indem du es mit den Dörfern, den Schobergrounds und dem Lido verbindest. Plane eine Strecke mit maximal 7 Haltestellen, welche beinhalten Oaksville, mindestens 2 Haltestellen, Siegwald, 2 Haltestellen und Speichen des Business Parks, mindestens 2 Haltestellen. Okay, nochmal los. Also, dann nennen wir das jetzt mal. Wie nennen wir die denn mal? Landfuchs. Der Landwuchs beginnt, und zwar bei der Astra Promenade, führt dann noch zum Medic Center, dann hier ein, da ein, würde ich sagen den, den. Soll ja eine Rundstrecke werden, ne? Müssen wir doch mal das Medic Center wieder wegmachen und zurück zur Astra Promenade. Dann machen wir vielleicht doch eher, warte, das wieder weg. Dahin. Warte mal, nochmal zurück. Alles nochmal weglöschen. Wir machen das anders. Wir starten bei der Astra Promenade. Dann geht's hierhin. Hierhin, hierhin, hierhin und zurück zur Astra Promenade. Dahin. Ich will ja eine Rundstrecke machen. Nochmal. Ich weiß ja nicht, ob das als 2 zählt. Wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht doch. Hätte ich gesagt, den? Den. Den, 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 den und dann zurück zur Astra Promenade. So. Ist jetzt keine Rundstrecke, ne? Mal sehen, speichern. Zählt das denn jetzt als so eine Strecke? Verbindet die hervorragenden Gebiete. Ah, okay, warte. Fahre die Strecke im Rundfahrtmodus. Mindestens 2 Haltestellen, 2 Haltestellen, 2 Haltestellen. Okay, warte. Fuchs. Naturfuchs, so nennen wir das jetzt. Also, dann starten wir. Wir fangen hier an, fahren dann hier hin, hier hin, hier hin, hier hin und hier hin. Oder warte, doch, passt so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 6. Ach ja, und einmal wieder zurück. Alter, ich raff das nicht, Mann. Ich raff nicht, wie das geht mit diesem Rundfahrmodus. Oh, warte mal.
Oh, scheiße, Bruder. Wir müssen jetzt diese Strecke noch bauen, das hilft jetzt nichts. Also. Na hier, warte. Damit geht's los. Den. Dann Siegwald. Nochmal Siegwald. Dann haben wir hier... Das. Das. 5. 6. Nee, fahr doch hier. Fahr. Und 7. Es wird halt keine Rundstrecke. Keine Ahnung, raffen wir gleich. Wahrscheinlich macht er das automatisch Rundstrecke, dass er am Ende den Start und das Ende wieder verbindet. Ändere die Bushaltestellenrichtung. Okay. Okay, das finden wir gleich raus. Leute, wir machen jetzt erstmal einen kurzen gemütlichen Break. Ich raff das gleich noch. Wir werden das gleich erstmal rausfinden, wie das geht und dann bauen wir eine schöne Strecke. Ich bedanke mich jetzt erstmal bei euch fürs Zusehen. Hoffe, es war bei Ihnen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst erstmal den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.